wir haben den Twizy jetzt auseinandergebaut. Der ist im Hintergrund hier. So sieht er aus. Wenn da nichts mehr drin ist. Guck, die macht Controller. Qualitätskontrolle. Kann ich gerade nicht hinschwenken, weil dann sieht man schon das andere, was wir nicht zeigen sollen. Was wir gleich erst zeigen. Was wir erst gleich zeigen, Entschuldigung. Dranbleiben. Jetzt erstmal Werbung. Jetzt wird's warm. Nein, auf jeden Fall, guckt euch das an. Komm ein bisschen näher. So schaut's aus. Also, viel über ist es nicht geblieben. Ja, außer lachend. Ist das Plexiglas? Wir machen zuerst das Interieur und dann gucken wir, dass wir ein paar schöne Felgen hier drauf machen. In Monaco ist, oder in Frankreich allgemein, ist das Fahren sehr katastrophal. Ja? Da achtet niemand auf einen anderen. Ja? Da gibt es Kratzer und Beulen, gibt es serienmäßig. Deswegen bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob wir dem noch, ich sag mal, weiter umbauen sollen, als nur das Interieur. Ja? Wir haben im Prinzip alles schwarz gemacht, also das ganze Auto, die Teile liegen hier irgendwo. Ja, rechts bei. Ah ja, da liegen die. Und ich glaube, der wird einfach schwarz, viel schwarz, 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 alles schwarz-matt, ne? Mhm. Und ich glaube, dann behalten wir das so, würde ich mal sagen. Also, das ist, was ich machen würde. Ich schlage vor, wir lackieren die nur in schwarz Hochglanz, das Auto so ein bisschen böse aussieht. Machen wir das Auto so ein bisschen seriös, oder? Also ich glaube, die Verbreiterung, die wir dafür bauen wollten, ich glaube, die sind nix. Ich glaube, ich bin Mädel, glaube ich, wird schöner, glaube ich. Das Auto ist doch ein bisschen zu kurz und zu schmal. Also mit den Verbreiterungen, die geplant war, wäre schon mächtig gewesen, ne? Ziemlich breit auch. Aber das Problem ist, dann brauchen wir andere Felgen. Andere Felgen heißt andere Reifen, ja? Wenn wir das ändern, hat er weniger Reichweite. Und da hat er schon nicht so viel Reichweite. Ja? Also ich glaube, technisch macht Sinn, das nicht zu verändern. Vielleicht sollten wir wirklich einmal nur die Dinger lackieren. Ja? Die Dinger in schwarz lackieren, Hochglanz, die in schwarz Hochglanz. Ja. Ja. Und vielleicht, ich weiß nicht, was du von der Idee hältst, wenn wir die Felgen rot pulvern oder lackieren, ja, und die schwarze Kappe nachher drauf ist, dann kannst du hier so rot reingucken, oder? Mhm. Oder meinst du, wird da nichts? Sieht schön aus zum Innenraum. Zum Innenraum wird das passen, ne? Dass es so ein bisschen alles schwarz ist, nur, ich sag mal, hier die Felgen rot. Weißt du was, wir machen das so. Und wir bauen die ab und dann bringen wir zum Lackierer. Das sind die Teile. Guck mal hier, wie viele Teile. Das ist quasi Twizy in Teilen. Hast du denn eigentlich eine Anlage? Nein. Keine Anlage? Nein. Ehrlich jetzt? Ja. Das ist scheiße. Kann man da eine Anlage einbauen? Machbar ist immer alles. Dann müssen wir eine Anlage einbauen. Sollen wir uns einmal umdrehen und zeigen, was da liegt? Und zwar, so, sieht schön aus. Das ist der Twizy. Beziehungsweise nicht der Twizy, sondern das Interieur von dem Twizy. Alles in schönen, leckeren Alcantara überzogen. Ich komme zu dir, bevor wir hier. Guck mal, wie schön. Wirklich einmal alles. A-Säule, B, C, D, alle Säulen. Armaturenbrett. Oder das Armaturenbrett, heißt es besser, ne? Ja. Das wird wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Was wir noch machen müssen, Norm, sind die Scheiben einbauen. Ne? Die liegen Zusatzscheiben. Hm? Ja, Zusatzscheiben. Die müssen wir machen, definitiv. Weil sonst wird Davina nass im Regen. Und das wollen wir ja nicht. Wir haben im Prinzip alles in Rot gemacht. Nur die Sitzflächen haben wir gemacht in Schwarz-Rot. Warum? Weil man hat irgendwas am Jeans oder sonstiges. Wenn man sich fünfmal draufsetzt, ist alles sehr schnell schmutzig. Deswegen haben wir das Lenkrad, die Sitze und so ein bisschen an Fußmatten schwarz gemacht. Ne? Ich bin gespannt, was die Davina dazu sagt und ja, ob ihr das Auto gefallen wird oder nicht. Ich hoffe es. vorher, nachher. Mhm. Das ist ziemlich aufwendig. Man muss quasi das ganze Plastik einmal komplett schleifen, wirklich viel schleifen und dann das ganze Leder verkleben. Ja. Das ist der originale Sitz und das ist unser Sitz. Tschack. Ja. Schön wie so nähten und so weiter. Schön gemacht. Ich glaube oder ich finde, das Ergebnis lässt sich sehen. Ne? Und ja, ich finde cool. Du? Kombination sieht, glaube ich, nachher. Farbkombi ist bombastisch, ne? Mhm. Wie der Urus vom Robert, ne? Der ist ja auch rot. Wir haben einmal den grün und der neue, der ist ja in rot. Rote Nette, ja. Also, Robert kriegt ein Auto schwarz. Also schwarz mit rot und Davina auch. Jetzt müssen wir uns noch für die Carbon was einfallen lassen. Dann hat die ganze Familie gleiches Auto. Ja, können wir bei Carbon ja andersrum machen. Machen wir rot, innen schwarz. Sie mag kein Rot. Okay, dann nicht. Dann nicht rot fahren. Wir bauen das ein und dann geht's weiter. Okay. Das war's, ne? Mhm. Hier oben. Na, sind fest. Jetzt so fest, oder? Ja. Fest. So sah das schön aus, ne? Sieht halt ganz anders aus. Ja. A-Säule? A-Säulen rein. Aber ich glaube, du musst mir helfen. Ja. Ja. Komm. Hinter den Kulissen. Was machst du da? Was ich mache? Ich mache die Verbreiterung für den Twizy. Wir wollten was Eigenes bauen, aber dann haben wir gesagt, der Aufwand ist viel zu groß, ja, für ein einziges Auto. Deswegen schleife ich die an. Schaut mal. Normalerweise sind die so. Sehr glatt, da würde wirklich kaum was haften. Ne? Deswegen schleife ich die an, mache ich so richtig tiefe Rillen. Ja. Oh. Und danach mache ich das ein bisschen mit feinerem Papier und ja, damit das nichts absteht. Und wofür? Ja, was? Und wofür? Für die Twizy. Ja, und was passiert dann damit? Das wird in Carbon beschichtet. Ach, hab ich dir gesagt. Das ist aber nämlich verwirrt. Und dann bauen wir das so wieder dran. Ich muss mich so ein bisschen vorbereiten hier mit der Kamera. Nein, aber wir beschichten das in Carbon. Ja, und dann wird schön lackiert. Und dann ja, bekommt sie ein schönes Auto. So, ich schleife weiter. Und du kannst hier gleich mich ein bisschen in Ruhe lassen. Dann geht es schneller. Wir laminieren die Verbreiterung jetzt für den Twizy und das muss richtig genau gemacht werden. Wirklich, das sind Milligramm und dann ist schon zu viel härter, zu wenig härter etc. Wir haben ungefähr 15 Minuten Zeit, das zu verrühren oder zu verarbeiten. Langsam wird das schon zu dickflüssig, ich merke das schon so, ne? Und langsam reagiert das. Deswegen muss ich ein bisschen Gas geben, aber Norman, ich würde dich um etwas bitten. Ein Pinsel zu holen. Nee. Mich ein paar Sekunden rein lassen. Ja. Ja. Viel Spaß. Was? Ja, du kannst gleich kommen, aber jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. So, meine Damen und Herren, zum Schluss zeigen wir euch unseren Twizy. Ja, davor haben wir dieses, ja, das Einbauen und so weiter so ein bisschen schneller gemacht. Was haben wir alles an den Twizy gemacht? Wir wollten zuerst so ein bisschen breiter bauen oder so ein bisschen Umbau machen, aber dann haben wir uns dagegen entschieden. Warum? Ja, weil in Monaco ist es wirklich sehr, sehr, sehr knapp und da zählt wirklich jeder Millimeter. Und deswegen haben wir kein Bodykit dafür gebaut, aber dafür zum Beispiel, komm ein bisschen näher, Carbonradläufe, vorne, hinten, umgekehrt, hinten, vorne, hinten, ja. Mhm. So schönen Pfirsichen-Button hatte bekommen. Ja. So sieht's aus. Wir haben das komplette Interieur in Alcantara gebaut, genäht, besattelt. Der Olli macht gleich einen Carbon. Komm ein bisschen näher. Ich finde, das Auto ist echt cool geworden. Komm ein bisschen näher. Tschak. Guck mal. HiFi-Anlage eingebaut und so weiter und so fort. Ja, also alles in feinsten Alcantara. Guck mal hier. Tick. Komplett alles, ne? Ja, also einmal wirklich komplett, auch die Türen und so weiter. Also wirklich auch den Boden, komplett neue Teppiche gemacht und so weiter. Schau mal her. Guck mal, jetzt kannst du gucken. Na? Das Lenkrad sogar mit Naht. Hallo Oli, wohin? Echt? Ja, sehr. Guck mal. Normalerweise ist das ein Plastiklenkrad, ja, das ist einfach nur Plastik. Wir hatten mit dem Twizy so ein kleines ja, Unglück. Der Robert Geis hat mich angerufen und hat gesagt, für die Davina brauchen wir einen Twizy. Ich bei Mobile, gut, direkt Twizy gekauft, fertig. Aber ich wusste nicht, dass Davina nur den Twizy 45 fahren darf und nicht den großen. Da habe ich den großen gekauft. Ja, und ja, nachdem wir schon angefangen haben, den ganzen Umbau zu machen und so weiter, haben wir die Info bekommen, ein Twizy 45. Deswegen haben wir einen zweiten Twizy gekauft. Der ist nicht blau, sondern der ist als Basis weiß gewesen, ja, als neu. Wir haben das Auto in schwarz matt foliert, mit 3M Folie. Schaut mal, sieht schön aus. Auch natürlich hinten hier, schau mal. Schönes Logo. Mhm. Mhm. Wir müssen das Auto noch picobello sauber machen, Olli. Klar machen wir. Ja. Wie findest du? Ich finde ihn geil. Ja, ich würde vorschlagen, wir fahren raus, machen wir draußen einen kleinen Carbon und das war's hier. Vielleicht machen wir noch ein kleines Video mit der Übergabe, wo wir das Auto an Davina Geiss übergeben in Monaco. Ob sie zufrieden ist, ob ihr das alles so gefällt. Sie weiß von dem Umbau gar nichts. Ich weiß nur, sie bekommt ein neues Elektroauto. Mehr nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt uns ein Abo, schreibt uns ein Like, umgekehrt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar, schenkt uns ein Abo, gebt uns ein Like, teilt, kommentiert, macht alles. Ich freue mich über alles. Vielen Dank und bis dann. Ciao.